Bleibt ihr mich lustig, seid Duft, 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 auch nicht traurig, seid denn mit der Traurigkeit kommt man nicht weit. Das ist Ihr Einsatz. So, so, so wird der Vater ist, so, so, so sind die Buben, so, so, so wird der Vater ist, so, so sind auch die Buben. Aber meine Damen, meine Herren, das Leben ist ungerecht.
meine sehr verehrten Damen und Herren, für diesen freundlichen Empfangsapplaus, aber ich habe vorhin ja schon erwähnt, die Welt und das Leben ist nicht gerecht. Und deswegen sehen es mir wahrscheinlich auch die Herren nach, wenn wir vier, die wir hier an diesem, wie viel haben wir heute? 9. Januar, die wir hier, wo sind wir heute? Maxibad, den Walze, wenn wir heute Abend die Damen besonders willkommen heißen und begrüßen, wir als waschechte oberschwäbische Boygroup. Wir freuen uns natürlich immer dann, wenn besonders sympathische und nette Damen im Publikum sind. Ja, man muss, also wenn ich schon von Boygroup und von den Damen im Publikum rede, Sie kennen ja dieses Spiel bei Boygroups auf der Bühne, wenn da viele Frauen im Publikum sind, am Ende dann fliegen, das haben Sie vielleicht schon mitgekriegt und schon erlebt, am Ende dann fliegen immer so diese Kleinteile, also diese... Diese Unterwäscheteile auf die Bühne, meine Damen, verzichten Sie drauf. Es wird wieder kälter. Also heute hatten wir schon ein bisschen Frühling, aber es wird wieder anders werden. Der Winter ist noch nicht vorüber. Was haben wir heute Abend vor? Wir wollen Ihnen Blechgebläse der etwas anderen Art präsentieren am heutigen Abend. Unterhaltungsmusik zu machen, wie das die Wiener auch machen, so querbeet, so durch die Landschaft hindurch. Ich darf Ihnen eines verraten, deswegen ist der heutige Abend für uns auch ganz spannend. Meine drei Kollegen wissen nicht, was wir am heutigen Abend spielen. Ich werde es immer so ein bisschen ansagen. Es sind Sachen dabei, die wir noch nie gespielt haben. Es sind Sachen dabei, die schon mal lange nicht mehr gespielt haben. Heute Abend ist es, deswegen ist der... Aber ich verrate Ihnen natürlich nicht im Vorfeld, gell? So, mehr oder weniger. Ja. Wir können uns hinterher zusammenstellen, Sie können sagen, der Titel, den hat er aber das erste Mal gespielt, das hat verkehrt. Also dann gebe ich Ihnen dann schon auch die Trefferquote bekannt. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, ganz kurz, weil immer wieder gefragt wird, wer sind die Musikanten, ich darf anfangen mit dem Vorstellen, ganz links außen von Ihnen gesehen, damit Sie sich seine Namen merken können, vor allem die Damen, Karl-Heinz. Ja. Der Karl-Heinz Vetter kommt vom schönen Bodensee, kommt aus Kressbronn. Also, wenn Kressbronn Ihnen schon ein Staunen ins Gesicht zaubert, dann ziehen mal ab, bis Sie auf der Eugen zu sprechen kommen. Also, der Karl-Heinz, damit auch die Frage beantwortet ist, macht viel Musik, ist dort Dirigent, der Leiter der dortigen Musikschule, hat einen wunderschönen Titel, er ist Musikdirektor. Oh. Jetzt verharren Sie nicht, bleiben Sie! Also wartet mal, bis Sie auf der Eugen kommen, wenn ihr so überrascht seid, dass das Musikdirektor ist. Ja, also er bittet heute Abend für Sie die Trompete, dann darf ich gleich weitermachen mit dem schönsten Mann Bitte? Komm, sag ich jetzt ja. Also nachdem Sie den Karl-Heinz schon beklatscht haben, dann wird jetzt ein Toben durch diesen Raum fegen. Zum schönsten Mann Oberschwabens komme ich jetzt. Zum Eigen. Der Eigen kommt aus Dinneried. Also alle Welt kennt Kressbronn, kein Mensch kennt Dinneried. Aber damit ich Ihnen das so ein bisschen beschreiben kann, Dinneried ist eine ganz nette Ortschaft mit gar nicht so wahnsinnig vielen Einwohnern. Und in Dinneried ist der Eugen weltbekannt. Also Sie können fragen, wen Sie wollen, Dinneried, den kennt jeder. Und der Eugen hat sich einen Vorsatz genommen fürs neue Jahr. Er hat gerade eben gesagt, er hat ein bisschen zugelegt über den Jahreswechsel. Er hat gesagt, ich treibe jetzt im neuen Jahr sehr viel Sport. Wir haben ihn gefragt, was wird deine neue Sportart sein? Er sagt, ich spiele Golf. Und vorbereitend darauf hat er heute Abend, das können Sie nachher auch nachtesten, seine Golfsocken angezogen. Das sind die mit den 12 Löchern. Ja. Was macht der Eugen? Der Eugen ist genauso Dirigent. Er dirigiert und jetzt hätte ich gerne einen richtigen großen Applaus. Sie kennen ihn alle. Meistens von hinten kennt man ihn als Dirigent der Original Bauernkapelle Oberschwaben. Eugen aus Berlin. Sie haben es gelesen. Der nächste Dirigent ist der Thomas!
Ja, Sie haben es schwer dort hinten, gell? Ich zeige es Ihnen, wie schnell das ist jetzt. Das ist wie beim Boxen oder beim Fußballspielen, wenn die Mannschaft aufläuft. Der Nächste in der Reihe, heute Abend für Sie an der Posaune, der! Thomas. Der Thomas ist der... Ich will gar nicht so viel reden, ich will ja musizieren heute Abend. Wenn Sie immer bei jeder Kleinigkeit klatschen, dann dauert es, solange wir wollen zum Eingehen. Also Thomas ist Bezirksdirigent in Oberschwaben-Allgäu, dirigiert auch das Orchester in Kislik. Und ich bin der Letzte in der Reihe und ich darf mitspielen. Wir haben jetzt ein Stück aufgelegt, ganz feierlich, ganz festlich, an den Anfang eines Neujahrs passend. Diese Nummer wurde zufällig, also die Noten wurden zufällig gefunden, zumindest fragmentarisch, hier ganz in der Nähe, nämlich in Heisterkirch auf der Bühne, also auf der Bühne des Kirchenraums. Das Musikstück stammt aus der Zeit vor. Da hinten ist zu. Sie müssten hier raus. Das ist etwa 180 Jahre alt. Mit dieser Musik hat man früher Veranstaltungen begonnen, zumindest dann, wenn nette Menschen beieinander waren, wenn es ganz festlich zuging. Wir haben nicht den Titel, aber es stammt aus der Zeit von Nikolaus Betscher, dem letzten Reichsabt des Klosters Rot an der Rot. Wir haben es bezeichnet als Heisterkircher Aufzug.
gar nicht. Außer Feuerwerksmusik, La Réjouissance. Und damit Sie auch einen optischen Eindruck bekommen, wie das damals ausgesehen hat, haben unsere zwei Trompeter gesagt, wir wollen Ihnen wirklich barocke Musikanten präsentieren. Wie haben die ausgesehen damals? So. Heute ist wirklich Frühling. Darf ich mal schnell eine Bitte richten an die Damen? Wenn ich Ihnen jetzt eine Frage stelle, bitte antworten Sie, egal was Sie denken, mit ja. Also, Sie brauchen gar nicht überlegen, ob Sie einverstanden sind oder nicht einverstanden. Sagen Sie einfach laut und deutlich ja oder ja oder ja, je nachdem, wo Sie herkommen. Meine Damen, sind Sie einverstanden, dass wir vier heute Abend für Sie hier, wo sind wir heute? Waldsee. Dass wir heute Abend für Sie in Bad Waldsee oben ohne spielen! Ja. Danke. Wir waren aber nicht viele. Also böse Zungen behaupten ja, der Thomas würde, egal was er anhat, immer oben ohne spielen. Ja, nicht lachen, ich sehe da einige, die den gleichen Friseur haben offensichtlich. Aber vielleicht ganz. Danke, ich zahle das gleiche Geld. Also der Eigen ist immer ein bisschen desorientiert so am Anfang des Jahres. Er muss immer gucken, deswegen haben wir diese Hemden, das ist klar, ja, dass er weiß, wo er hinstehen muss. Er muss immer zu seinem Arm stehen. Auch bei uns übrigens, wenn Sie uns so anschauen, also wir sind ja auch wohlgenährt, gell? Was wir haben, meine Damen, was wir vor uns hertragen, ist kein Ranze. Das ist kein Bauch, sondern wir stehen dazu. Was wir haben, meine Damen, sind sogenannte erweiterte erotische Nutzflächen. Wo viel ist, kann man viel streichen. Wir gehen aber zum nächsten Musikstück über. Es ist gegen Ende der Barockzeit entstanden, und zwar gar nicht weit weg von hier gefunden worden, wo es entstanden ist, wissen wir nicht genau, aber es wurde hier in Oberschwaben gespielt, ist wieder aufgetaucht in einer Gemeinde, die heute zur Verwaltungseinheit von Bad Waldsee gehört, in Bergertreute. Ein festlicher Marsch. Thank you.
von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Nummer, die Sie alle lieben, die Sie alle kennen. Bekannteste Nummer von ihm ist... Nachtmusik. Also komm, dann spielen wir halt das. Eine kleine Nachtmusik. Ganz gefährlich wird's, wenn der Karl-Heinz mal seine Brille drauf tut. Dann sind die Noten sind extrem klein geschrieben. Er hat sie noch nie gesehen, sind wir mal gespannt, ob er das hinkriegt. Also wenn Sie sich überlegen, vielleicht auch einen Partnerwechsel vorzunehmen, seien Sie vorsichtig, überlegen Sie es wirklich ganz gut. Karl-Heinz hat nämlich ein Gespräch gehabt an ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem seiner Kinder. Und eine seiner Töchter hat ihn gefragt, du Papa, wie sieht es, also die ist gerade in der Schule und sie haben da Biologieunterricht für einiges durchgenommen. Papa, wie sieht es eigentlich aus? Heiratet Kamel auch? Warte, Karl-Heinz sagt, bloß Kamel heiratet. Also überlegen Sie sich, was Sie... Ah, da sind einige offensichtlich verheiratet hier, ja. Also sind wir mal gespannt, das hat er genügend Zeit gehabt, um da reinzuschauen. Wir spielen für Sie die große, kleine Nachtmusik. Karl-Heinz fängt ganz allein an, halten Sie ihm die Daumen, dass er nicht schief geht. Man sieht ihm an, dass er ein bisschen aufgeregt ist. Gell? Das ist einfach aus Wein. Anfang des Jahres. Jetzt komm, Karl-Heinz. Das ist schon nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Sie haben schon so ein bisschen erkannt, Rose. Sie haben es ein bisschen erkannt. Es macht ihn auf alles aufmerksam. Jetzt bringe den doch jetzt so raus. Sonst geht der nächste Woche nicht mehr mit uns zum Spielen. Wir sind hier im Kurhaus, nicht im Theater. Besser. Eindeutig besser an. Aber wir wollen wieder zurück in unsere Heimat auch kommen und wollen Ihnen natürlich, wenn Sie jetzt hier in Bad Walze sind, in diesen Wintermonaten in Bad Walze sind, auch so ein bisschen Appetit machen auf Ausflüge, auch in die nächste Nachbarschaft in Richtung Allgäu. Und in Richtung Allgäu wird eine ganz spezielle Art der Volksmusik auch gepflegt und wir haben so etwas für Sie mitgebracht, auch einen original Allgäuer Hut. Also jeden Schlüssel, den Sie dabei haben, bitte raus aus der Hosentasche.
Und Sie werden Ihre Schlüssel nachher brauchen, um das ganz wirklich akustisch lebendig hier auch heute zu machen, hier im Maxibad in Bad Waldsee. Volksmusik aus dem nahen Allgäu. Also nördlich der Mainlinie, diesen Text gerade verstanden haben. Ein Geusle? Ein Geißle. Ja, Ziegen. Hand hoch, wer mag Ziegenkäse? Oh. Wer mag keinen Ziegenkäse? Also, das ist, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, das ist natürlich immer ein bisschen überraschend, muss man sich erst überlegen. Ich kann mal weiter fragen, wer hat einen Vorsatz fürs neue Jahr gemacht? Sich selber, wer hat keine Vorsätze? Wer ist nicht verliebt in die Eugen? Zwei, ja. Also die anderen sind, das ist in Ordnung. Ja, also, so ein Geusle, also die Geißen gehörten ja ursprünglich zu dem Bauernhof, der kleinste war im Ort, im Dorf. Der Geuselbauer war der Ärmste im Dorf und deswegen waren die Bauern natürlich ganz erpicht drauf, dass es den Geusle gut geht. Und es ist noch nicht so lange her, dass eine kleine Geschichte passiert ist in einem, also ich kann es auch sagen, dahinter Seybrands. Kennen Sie Seybrands? Hauerts? Goschpolzhofer? Wo kommst du her? Ja, das kann man zugeben, in Stuhl bis Dauleid leben. Also auf jeden Fall, was ist dort passiert? Ein Bauer kam so in dieser Zeit zwischen den Jahren vom Einkehren zurück in der Nacht, hat noch in dieser Nacht in seinem Dulles, den er gehabt hat, nach den Ziegen, nach den Geusle guckt, hat sich an diesen Geusle erfreut im Stall, ist raus und ist zu seiner Bäuerin, zu seiner Frau ins Bett gelegen, hat vergessen in seinem etwas betrübten und trüben Zustand, hat vergessen zuzuschließen. Was machen denn so Geusle, das sind ja blöd? Haut ab. Morgens um 6:30, der Bauer steht auf, geht rein in den Stall, stellt fest, er hat nicht abgeschlossen, stellt mit Schrecken fest, Geusle sind weg. Geht raus aus dem Stall und ruft in die ganze Gegend hinein, genau diesen Ruf. Komm, Geusle, komm, Geusle, komm. Komm, Geusle, komm, Geusle, komm. Die Ziegenherde, die auf der anderen Seite am Berg gegrast hat, hört die Stimme des Herrn und bewegt sich natürlich sofort in Richtung Heimat. Und jetzt sind Sie dran, wenn so eine ganze Geuseherde, wenn die unterwegs ist, den Berg runterspringt. Ja? Ja, dann scheppert es, dann klingelt es. Sie machen jetzt die Geusle, ist blöd, wenn ich das sage. Sie klingeln wie die Ziegenherde. Gell? Und wenn so eine Ziegenherde daher springt, da freut sich der Allgäuer Bauer. Und wenn sich ein Allgäuer Bauer freut, was macht er dann? Er
Bildstuge, der jodelt, gell? Sie machen die Zeug, die Geuse, wir machen den Jodel. Jodel. Was sagst du, ein paar alte Bäckse in Auto bei, sagt er eben. Auf jeden Fall, was ist passiert? Die Geschichte könnte man eine Stunde lang erzählen, die war so nett, aber wir kürzen es ab. Die Gäuseherde läuft über einen Fleck rüber, da wächst wunderschöner, saftiger Klee. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Läuft Ihnen auch das Wasser im Mund zusammen? Allein bei der Vorstellung. Auf jeden Fall, da kann der Bauer noch so böse sein, noch so grädig sein. Der will ja auf keinen Fall, dass die Bäuerin mitkriegt, dass er in der Nacht zu spät heimkam und vielleicht noch auch einen Schluck zu viel getrunken hat. Ja, aber die Gäuseherde bleibt stehen, fängt an zu aasen. Nee, wie sagt man das? Zu fressen? Fängt an zu äßen. Zu grasen, jetzt haben wir's. Grasen, wie Hase. Ja, also die grasen dort, gell? Und jetzt wird der Bauer wütend. Er wird bald. Und schreit nun. Komm, Geuse, komm. Und wenn der Bauer so narrt ist, das wissen die Geißen, dann kommt das nächste Mal mit ganz kalten Händen zum Melken. Und das mögen die auf keinen Fall, also springen sie in Richtung Stall. Wenn die Geißenherde springt, was ist dann zu hören? Jo, jo. Wir kürzen das Ganze ab. Ja, sonst können wir gar nicht mehr so spielen, was wir wollen. Die Geißenherde rein in den Stall. Der Bauer hinterher schiebt den Riegel vor. In dem Moment geht die Haustür auf. Die Bäuerin kommt raus, sieht den Bauern. Der Bauer sieht die Bäuerin. Der Bauer freut sich an der Bäuerin. Die Bäuerin freut sich am Bauern. Die Ziegen freuen sich, dass der Bauer nicht mit den kalten Händen kommt. Das neue Jahr beginnt fantastisch. Alle freuen sich. Die Ziegen schütteln den Kopf. Was ist zu hören? Doch mal am Anfang des Jahres aussingen. Mein Schatz hat Gänz austrieben, ich bei der Nacht draußen blieben. Wenn ich nur ihr Gänz wieder hätte, Schätzle, braucht's nicht. So ist es. Rullari, 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 rullari. Wenn ich nur die Gänse wieder hätte, Schätzle, braucht's nicht. Den Schatz, den ich nicht mag, den sie nie alle Tag. Der mir mein Herz erfreut, der ist so weit. Rullari, 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 der mir mein Herz erfreut, der ist so weit. Holm, so die Gaudos, so die Bleiber, so mein Schatz, Zeitvertreiber. Heim gang ich nicht, da bleib ich nicht, Zeit vertreibe, da bin ich nicht. Rullari, rullari, oh, rullari, rullari, oh. Heim gang ich nicht, da bleib ich nicht, Zeit vertreibe, da bin ich nicht. Leib, 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 ihr müsst lustig sein, dürft, dürft, dürft auch nicht traurig sein, denn mit der Traurigkeit kommt man nicht weit. So, so, so wird der Vater ist, so, so, so sind die Buben, so, so, so wird der Vater ist, so, so sind auch die Buben. So, so, so wird die Mutter ist, so, so, so sind die Mädchen ist, puff, 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 sind's noch schöner, halb und nur halb so gescheit. Halt nicht! Wieso
wieso klatschen an dieser Stelle vor allem die Männer? Also, das ist ein historisches Lied. Wenn wir heute dichten müssten, würde der Text bei uns komplett anders lauten. Und so wie die Mutter ist, so sind die Mädel gewiss oft sind es noch Schönheit und doppelt so gescheit. Da hätte ich mir halt dichten. Aber müssen wir nicht gefragt. Aber hören Sie die letzte Strophe, hören Sie die letzte Strophe von diesem kleinen Hupf auf, von diesem Zwiefahrer, unsere Lieblingsstrophe. Heid, 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 gammert Karitäum, hopp, 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 ihr Schwarzkatzler und zieht, 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 wird der Teufel aus, lau, lau, mit ins Haus. Sollen Sie doch mal zungen, ja? So, damit Sie noch ein bisschen mitkriegen, wie mit diesem Piffler auch anders musiziert werden kann. Aber es ist, wären Sie so freundlich, würden wir schnell helfen. Wir machen jetzt eine Völkerverständigung. Machen Sie selber Musik? Nein. Nicht? Nein. Das ist auch nicht so schlimm. Das muss heben. Also Sie haben jetzt eine tragende Funktion sozusagen. Schon. Haben Sie nach Ihrem Vornamen vorhin mit der Barmin? Ja. Andrea? Das ist Andrea, das ist der Thomas, das ist der Thomas. Wir werden jetzt ein bisschen musizieren gemeinsam. Liebe Andrea, das klingt, also Sie tun so, als ob, also im Fernsehen gibt es da immer jemanden, der das macht, eine Assistentin. Ja? Die Andrea macht das halt immer, wenn ich so mache, bitte gebe. Okay. Kriegen wir, ne? Ich nur im Himmels Wille. Das bringt uns raus. Länger miteinander zu tun.
Was ganz Besonderes von uns bekommen. Ich weiß nicht, wie es in Ludwigsburg aussieht. Ich weiß nicht, wie es in Bayern aussieht oder in anderen Bundesländern. Bei uns hier in Oberschwaben kommt eines ganz, ganz selten vor. Nämlich ein Lob. Also bei uns heißt es Schumpfe. Genau. Und was bei uns auch ganz, ganz selten passiert, was man ganz, ganz selten hört, neben dem Lob, ist eine Liebeserklärung. Andrea, wann haben Sie zum letzten Mal eine Liebeserklärung gehört? Noch gar nicht so lange her. Das ist eine schöne diplomatische Antwort. Ich frage einfach mal die Männer, weil die sind da immer ehrlich, ich habe auch das letzte Mal eine Liebeserklärung ausgesprochen. Ein paar Wochen, ja. Das ist auch sehr diplomatisch, weil ein paar Wochen können so oder können so sein. Ja. Wo sind die Männer? Wann zum letzten Mal eine Liebeserklärung ausgesprochen? Letztes Jahr. Das ist auch sehr diplomatisch, weil das letzte Jahr liegt nicht so weit zurück. Meine Damen, ich muss Ihnen eines sagen, wenn Sie heute schon hier sind. Wenn Sie einen Oberschwaben als Mann bekommen haben, brauchen Sie nicht immer darauf zu warten, dass er Ihnen eine Liebeserklärung macht. Weil wir Oberschwaben, schauen Sie uns vier an, wir Oberschwaben sind sparsam. Und wir stehen zu unserem Wort. Das sind zwei Eigenschaften, die wir uns ereignen. Eine einmal ausgesprochene Liebeserklärung gilt so lange, bis mir das Gegenteil sagt. Also wenn die Mutter meiner Kinder, also meine Frau, wenn die fragt, merkst du mir noch? Dann kann ich sagen, ich habe es vor 30 Jahren schon gesagt. Das gilt noch. Liebe Andrea, aber heute machen wir eine kleine Ausnahme. Sie sollen von uns eine Liebeserklärung bekommen. Okay. Und wenn Sie so freundlich sind, dann stellen Sie sich exakt in die Mitte, weil sonst wird es stritter, gell? Weil der Karl-Heinz ist dann so beleidigt, der sei so weit weg gewesen. Also, das ist eigentlich gar nicht für Sie gedacht, meine Damen und Herren, nur für die Andrea. Männer, loset, also hört zu, wenn ihr mit diesem Text auf die Pirsch geht, also auf die Jagd, also auf die Schürzenjagd, da seid ihr erfolgreich. Wir haben das getestet. Du bist wie ein Mundstück für Trompeter. Du bist wie ein Notenblatt. Du bist wie die Löcher in der Fleder. Ohne die, da geht's bergab. Schätze, du bist heiliges Blödes. Schätze, lad uns doch mal ein zu Spätzle. Sein. Du bist wie ein Ton von meiner Hupe und dein Ei glänzt wie Blech. Bei dir mehr
ich ja so gern verknurper. Wow. Ein fetter Kuss, ich dir versprech. Das ist doch Sache, gell? Schätze, du bist heilig Blechlis. Schätze, lad uns doch mal ein zu Spätzle. Stell dazu ein Gläsle Wein, so fein. Ja, ja, es muss sein. Du bist wie eine Symphonie von Mozart. Du bist wie eine Klarinett. Guck, deine Haut ist wie ein Kirsi, so zart. Mit dir ging ich gern ins Bett. Vorsicht! Klarinett! Da reimt sich, mit dir ging ich Klarinett, mit dir ging ich gern ins beste Lokal von ganz Bad Waldsee. Ja. Schätze, du bist heilig Blechlis. Schätze, lass uns doch mal ein zu Spätzle. Stell dir doch ein Gläsle Wein. Ja, das muss sein. Du bist wie ein Walzer und ein Tango. Du bist wie ein rechter Marsch. Du bist wie ein Samba und ein Mambo. Okay. Und zwar durch dein Schäler. Ein Foto von uns vieren und dazu noch so in den Neubeginn dieses Jahres, nein, noch etwas Besonderes geschenkt von uns, ein sogenanntes KP. Also ein heiliges Blechle KP. Hat mit einer Partei, wir sind ja auch in einem Wahljahr, ne? Also in Baden-Württemberg wird gewählt im März. Eine original heiliges Blechle KP hat mit einer Partei nichts zu tun, sondern lieber Andrea, sowas bekommt man wirklich nur ganz, ganz selten. Also heute wurde ja alles abgekürzt und KP ist eine Abkürzung und heißt nichts anderes. Bekommt von uns eine original Heiligsblechle Kussparade. Das war ich eben. Der Karl-Heinz! Hilf mir die! Thank you.
diese Gruppe, Sie kennen sie alle, Monty Python. Tolle Filme gemacht, ganz, ganz tief schwarz der Humor, den sie so pflegen. Es gibt einen Film, den Sie alle kennen, alle gesehen haben, Das Leben des Brian. Da gibt es einen Song aus diesem Lied, aus diesem Film. Also Sie kennen alle die Melodie. Ich pfeife Ihnen mal vor, ja, ich pfeife Ihnen mal was und Sie pfeifen nach. Das wird nämlich Ihr Einsatz sein. Sie haben vorher so schön geschallet. Jetzt wird gepfiffen. Genau, das ist Ihr Einsatz. Wer das nicht kennen sollte, wer den Film nicht, ja, genau. Also wer den Film nicht gesehen haben sollte, das Stück dauert 10 Minuten. Bis am Ende dieser Nummer haben Sie diese Melodie drauf. Okay? Also ein solches Publikum wie heute Abend.
hat er in diesem Jahr noch gar nicht. Wirklich. Auch das Wunder. Ich bin begeistert. Also wenn wir vorhin von Unterhaltungsmusik geredet haben, muss unbedingt ein besonderer Rhythmus noch erklingen. Ein Rhythmus, den Sie alle, bei dem jeder mit muss, ein Rhythmus, den Sie alle kennen, wer vielleicht sogar hier in Bad Waldsee an Silvesterabend im Scala war, hat vielleicht auf diesen Rhythmus auch getanzt. Heute darf man darauf tanzen, das ist noch gar nicht so lange möglich, weil eigentlich dieser Rhythmus, dieser Tanz lange verboten war. Also Kaiser Wilhelm II. Fand diesen Tanz zum Beispiel äußerst anstößig. Papst Pius X., wer erinnert sich an den? Dem hat man diesen Tanz vorgestellt bei einer Privataudienz und er fand ihn zu erotisch, fand ihn verboten. Und jetzt kommt's. König Ludwig von Bayern, der dieses Jahr ja besonders hoch verehrt und gefeiert wird, König Ludwig von Bayern hat diesen Tanz verboten. Er war in Bayern verboten zu tanzen bis 1925. Von welchem Rhythmus, von welchem Tanz rede ich? Nee, nicht der Walzer. Hallo. Haben Sie schon einen Kugelschreiber? Ja, ich habe schon einen. Sie haben schon einen. Dann kriegen Sie einen zweiten von mir. Der Trend geht zum zweiten Kugelschreiber. Es war tatsächlich der Tango. Und jetzt, um Sie ein bisschen auch auf den kommenden Sommer vorzubereiten, wollen wir eine Sommermelodie spielen. Viele von Ihnen können sich erinnern an die Zeit, in der dieses Stück herauskam. Rudi Schurike. Ah, da wird genickt. Tanze mit mir in den Morgen, ein wunderschönes Tango-Lied, das meine ich jetzt gar nicht. Ähnlich schön. Genau, ich habe schon gehört. Süden, ein Beruf, Sonne, Wasser. Sie haben recht. Unterhaltungsmusik der heutigen Zeit. Was ist jetzt mit dem, da ich mein Ding trinke? Das ist schlecht. Das ist spannend, das runter. Thank you.
Mit Sicherheit. Und da dürfen Sie schütteln und rasseln und Rhythmus machen, so viel Sie wollen. Es ist eine kleine Bravournummer für einen Trompeter. Und ich weiß, warum ich das jetzt ansage, weil wenn wir nachher so in 10 Minuten etwa zum Einkehren gehen, ja, und der Eige so einen Applaus von Ihnen bekommen hat, hier, dann ist der Karl-Heinz sowas von bockkräg. Ja, dann ist er sowas von neidisch. Ja. Dass wir jetzt auf jeden Fall noch was machen müssen, wo der Karl-Heinz nachher beklatscht wird. Wir wissen gar nicht genau, wie diese Nummer heißt. Sie zieht sich auf ewig. Sie zieht sich auf ewig. Damit er nachher möglichst viel Applaus bekommt. Praktisch wie Gummi. Nach dem Tango kommt ein Mambo. Da oben ist es auch leicht, gell? Jetzt reicht's auch. Hey, hey. Jetzt reicht's. Okay. Allein schon da geht's los, gell? Karl-Heinz, mach nochmal. Also dieses Raunen, das ist so schön. Wir kommen zum letzten Stück. Wir haben noch nicht gesungen.
Irgendwann muss es sein, oder? Was sagen Sie? Wir kommen zur letzten Nummer und Sie kennen ja dieses Spiel. Das muss ich Ihnen nicht erzählen. Ja, wenn so an so einem Abend bei einem Neujahrskonzert, das war in Wien ja genau das Gleiche. Wenn die letzte Nummer angekündigt wird, weiß jede und jeder, das ist ja noch gleich der Schluss. Es geht ja weiter. Genau. Kommen die Zugaben im Hinterher. Und in Wien sieht es so aus, dass immer der Dirigent rausgeht, wieder reinkommt, sich beklatschen lässt, wieder rausgeht, wieder. Also wenn Sie einverstanden sind, machen wir das nicht. Wenn ich sage, Dirigenten raus, dann hauen wir alle vier ab. Das tun wir nicht, wir bleiben stehen und wenn Sie anständig klatschen, das heißt laut und kräftig, also einen typischen Bad Waldseer Applaus geben, mit Fußgetrampel, mit Jubelgeschrei, alles, was der Körper hergibt, ja, dann spielen wir gleich die erste Zugabe. Einverstanden? Ja, also, so haben wir ein bisschen Zeit gespart. Ja, so haben wir ein bisschen Zeit gespart als letztes Stück. Eine Komposition aus unserer Zeit, Rondo Humoresque. Der Komponist heißt Milton Dieterich. Spielt ja schon seit frühester Jugend- und Kindeszeit Trompete. Und als sein Trompetenlehrer ihn zum ersten Mal hat Trompete spielen hören, war der sowas von, der Schwab sagt, von weg. Und hat zum Karl-Heinz gesagt, Karl-Heinz, sagt sein Trompetenlehrer, so wie Louis Armstrong kriegst du es nie mehr. Und es hat ihn gewurmt, deswegen hat er trainiert, heute Abend live auf der Treppe des Maxibades in Bad Waldsee im Herzen Oberschwabens im Zentrum Europas, im Sprungrad der Welt, der Karl-Heinz und sein Geflügelhorn.
Thank you.
Wenn wir zum ersten Mal im neuen Jahr beieinander sind, gibt es natürlich für uns nur eins, das wird eingekehrt. Okay. Mein Einkehrer Dickmau. Wir wollen jetzt einen verlöten, vielleicht gehen wir morgen schon flöten. Dann ist vorbei, dann ist vorbei, dann ist vorbei mit dieser Löterei. Dann ist vorbei, dann ist vorbei, dann ist vorbei mit dieser Löterei. Sonst nicht so. Gleich.